Vielen Dank, liebe Gabriele. Herzlichen Dank, dass ihr uns gefolgt seid in einer Kneipe von 10.05 Uhr bis 10.45 Uhr, die Lernreise einer Organisation zu begleiten. Ich habe eine unglaubliche Freude, nicht nur, dass ihr uns gefolgt seid in die Kneipe, sondern dass wir hier heute zu sechst euch eine Geschichte aus unterschiedlichen Perspektiven erzählen. Und wir haben beschlossen, dass wir das als Lightning Talk machen. Das heißt, wir werden 6 mal 5 Minuten unsere Geschichte erzählen. Das wird dazu führen, dass der Dialogteil, den ihr euch vielleicht erhofft habt, am Ende zu so einem ganz kurzen Frage-Ding wird. Ihr findet uns ansonsten irgendwann anders, wenn wir miteinander reden wollen. Aber wir dachten, wir erzählen jetzt mal die Geschichte. Und wir werden uns dabei vorstellen, wir sind 5 Kolleginnen und Kollegen von der DATEV. Und ich greife einen in besonderer Weise raus, das ist Simon Dückert von der Firma Cogneon Akademie. Er ist als Externer in diese Geschichte mit eingewoben und erzählt aus seiner Perspektive. Auch da freue ich mich unglaublich, dass er heute mit dabei ist. So, das war die Vorrede. Ihr habt den Frame. Ihr habt den Frame, genau. Ich bin Christian, nenne mich Leiter Diversity and Transformation. Bin seit 25 Jahren in einer Organisation in Nürnberg, die über 50 Jahre alt ist. DATEV Genossenschaft in Nürnberg. Wir machen Software, IT-Dienstleistungen für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte. Ein Vollsortimenter, der den Genossen, das Mitglied und seine Mandantschaft glücklich machen will. Wir haben keine Gewinnerzielungsabsicht, sondern nur, dass es unseren Mitgliedern erfolgreich und gut geht. Ein konservatives Unternehmen im klassischsten Wortsinne in einer konservativen Branche. Soweit die Vorrede. Jetzt könnte man die Transformationsgeschichte, die 1966 begann, anfangen zu erzählen. Das tue ich euch nicht. Wir greifen willkürlich das Jahr 2017 raus. Warum? Da habe ich das erste Barcamp erlebt, das Kolleginnen als Graswurzel aus der Softwareentwicklung an einem Samstag organisiert habe. Und die Simone Wanken, meine Kollegin aus der Weiterbildung, war damals mit mir im Gespräch mit Organisatorin. Und ich dachte, wir müssen das, ich war damals im Außendienst, wir müssen das für Kundinnen und Partnern anbieten. Und so gab es 2017 das erste Barcamp mit Kundinnen und Partnern. In einer Organisation, die eigentlich keine Fehler machen will, die nicht kritisch Dialog führen. Ein Barcamp so richtig, Open Space, ohne Regeln, ohne niemand sagt, wem wer was sagen darf. Ein Beispiel für anderes Lernen aus der agilen Entwicklung unserer Softwarekollegen. In Wirklichkeit müssen alle Pädagogen sagen, dass sie wesentlich mehr von Softwareentwicklern gelernt haben, wie von pädagogischen Hochschulen, ist zumindest meine Wahrnehmung. Und Communities of Practice wurden normal 2017. Eine Geschichte. 2018 hat der Vorstandsvorsitzende, der dritte, der neue, beschlossen, wir brauchen einen Chief Digital Officer. Und wir nehmen alle 3% Budget weg, damit wir Mittel kriegen, um uns innovativ zu machen. Dann waren Mittel da, und man wusste gar nicht so genau, was machen wir denn mit diesen Mitteln? Ja, und dann kam der Chief Digital Officer auf die Idee mit der Personalvorständin, wir machen mal mit 70 Leuten Softwareentwicklung im Jahr 2017, wie man das machen würde, wenn man 2017 beginnt. Nicht wie meine lieben Kollegen, die schon seit 40 Jahren Softwareentwicklung machen, sondern wie machen das Neue? Ohne Chefs, selbst organisiert. Alle 3 Monate ein neues Thema. Wir suchen nur Freiwillige. Caroline und ich sind als Empowerment-Team mit anderen Kollegen dazugekommen und haben das kommunikativ begleitet. Change and Transition 2018. Eine Geschichte. Dritte Geschichte. Der Vorstand hat beschlossen, wir müssen was grundsätzlich tun. Chief Digital Officer hat geguckt, die schauen wir beieinander aus. So geht es nicht weiter. Die Organisation war seit 95, seitdem ich sie kenne, unverändert bis 2018. Alles gleich. Aufbau- und Ablauforganisation. Wir haben mal ein bisschen gedreht und gewendet. Und wirklich war alles gleich. Also Vorstandsprojekt, Berater, ein Jahr lang. Komplett neue Organisation auf dem Reißbrett. Fit für die Zukunft, check up Titel. Wir haben dieses Experiment mit den 70 Leuten. Parallel erfinden wir die DATEV neu. Das war 2019, ging das Going Live. Und dann beginnt der Prozess, weil das Going Live war dann klar, 8000 Leute, die ein Modell kriegen, wertschöpfungsorientiert zu arbeiten, in Workstreams zu arbeiten, nicht mehr nur einen Chef zu haben, sondern jetzt einen Product Owner, einen Scrum Master, obwohl wir nicht alle nach Scrum arbeiten, und eine Führungskraft Personal. Also wir machen Tridems, wir erfinden neue Begriffe. Wenn ihr wisst, was ein Tridem ist, fragt uns. Wir wissen das jetzt. Oder wir glauben es zu wissen. Und Lernen wird völlig verändert.
Und wir haben aus dieser Phase angefangen, Dialogveranstaltungen zu erfinden. Und die Simone, der ich jetzt gleich den Ball gebe, wenn ich dann gelernt habe, dass ich in die richtige Richtung spreche, die Simone hat, wir haben ein Barcamp erfunden für Trainer und Berater. Weil stellt euch vor, wir haben ca. 250 bis 300 Menschen wie den Simon, die uns begleiten. Und die kannten uns zum Teil seit 20 Jahren. Und dann kommt da eine neue Organisation. Wir glaubten, denen sollten wir auch erzählen, was kommt. Und wenn wir ja dann erzählen wollen, was kommt, heißt ja nicht, dass wir wissen, was die machen sollen, sondern wir laden sie in einen co-kreativen Dialog. Und ich gebe jetzt den Ball an die Simone ab, weil sie hat den Co-Creation Camp Begriff erfunden und jetzt bin ich gespannt auf ihre 5 Minuten. Wir sind übrigens mit Bildern aus dem Co-Creation Camp, jedes Co-Creation Camp ist ein Bild und wir haben beschlossen, den Lightning Talk an diesen Bildern zu machen. Ich habe euch jetzt dieses Bild in der Mitte erklärt, die neue DATEV 2019, erstes Co-Creation Camp. Das hat ja der Grafiker schon vorher gekannt, weil wir wussten ja, was wir glauben zu wollen. Alles andere entstand live. Und Simone, dein Ball. Vielen Dank, Christian. Vielen Dank. Schöne Grüße an alle. Ich hoffe, ihr könnt mich hören und mich sehen zu diesem neuen DATEV-Lernt-Experiment heute hier hybrid. Bin ganz froh, auch dabei sein zu können. Simone Wank ist mein Name. Ich bin aus dem Bereich Human Relations und leite da den Bereich Learning, wo wir die Skill-Entwicklung der DATEV vorantreiben, aber auch junge Talente finden und binden. Und ich kann mich noch gut erinnern an den Moment, als der Christian zu mir kam und sagte, du Simone, wir brauchen einen Beratertag. Und dann habe ich gedacht, naja, toll, Beratertag, Steuerberater, was will er jetzt bei mir von HR? Und dann sind wir in einem Dialog darauf gekommen, dass er gar nicht einen Steuerberatertag meinte, sondern einen Tag, wo wir sozusagen Kunden, Mitarbeitende, Beraterinnen und Berater bei uns, vor allen Dingen aus der Weiterbildung, die uns betreuen und das ganze, die ganzen Kollegen betreuen, zusammenbringen. Und da haben wir das Co-Creation Camp erfunden, was wir jetzt 3-mal durchgeführt haben, Präsenz und auch online. Und ich kann mich da an eine wahnsinnig beeindruckende Session erinnern, wo wir Steuerberaterinnen und Steuerberater hatten. Dann hatten wir aber auch unsere Unternehmensvertreterinnen da und die DATEV-Mitarbeiter. Und dann ist plötzlich ein Dialog entstanden, der nicht nur war, welche Software liefert die DATEV den Steuerberatern, sondern was brauchen denn auch die Unternehmen für Kompetenzen von den Steuerberatern? Und das war so großartig, weil das so ein ganz neues Bild war von diesem Unternehmen und eine ganz neue Form, Menschen, die alle im Umkreis des Unternehmens sind, zusammenzubringen. Und daraus ist aus dem Bild 2019 auch diese Vielfalt der Ideen entstanden von den über 7.800 Ideengeberinnen und Ideengebern. Davon sind wir jetzt 8.350 Mitarbeitende plus Kundenkunden. Und das war für mich so ein Grundstein auch von Kooperation und Kollaboration, die wir ganz neu im Unternehmen für uns entdeckt haben. Und dann geht meine DATEV-Lernreise eigentlich weiter mit dem Bild von 2020. Neue Zeiten brauchen neue Kompetenzen. Christian hat es gerade schon gesagt, wir haben eine neue kleine IT-Unit erfunden, das Cross-Solution Center. Und da haben wir uns damals von HR überlegt, naja, aber wenn wir anders arbeiten, müssen wir auch anders lernen. Und haben da einen Corporate Learning Coach implementiert, sozusagen eine Position, die nur für das Lernen in dieser Einheit zuständig ist, so dass wir nicht weiter Lernen und Arbeiten trennen, sondern einen Coach haben, einen Community Coach in dieser Einheit, der da das Lernen befördert. Und das finde ich bis heute noch sehr faszinierend aus der wagemutigen Idee, was da entstanden ist. Und jetzt 3 Jahre später bilden wir Lernamigos aus, so heißen die jetzt bei uns. Das sind Lerncoaches, Corporate Learning Coaches, aber auch fachliche Lernbegleiterinnen und Lernbegleiter, die in den Fachbereichen, also in den produzierenden Units selbst dafür sorgen, dass wir arbeiten und lernen ganz eng verzahnen und das Lernen nicht mehr wie ein Fremdkörper stattfindet. Und das ist ein Highlight meiner DATEV-Lerngeschichte. Und vielleicht das letzte Highlight aus meiner Perspektive hier ist ganz oben im Bild 2020 aus Unlearn wird DATEV lernt. Christian hat gesagt, wir haben mit diesem großen Transformationsprozess erstmal begonnen, uns ganz viel zu vergegenwärtigen, was wir überhaupt verlernen wollen. Christian hat gerade schon die geteilten Führungsrollen angesprochen und haben natürlich im Rahmen dieser Transformation auch eine ganz große Vielfalt an Dialogformaten oder ich nenne sie auch gerne Multilog-Formaten entwickelt. Und haben uns dann überlegt, wie kriegen wir das denn alles zusammen? Und wir haben ganz viele
kleine Gewusel im Unternehmen und irgendwie braucht es ein Dach, was aber nicht künstlich ist. Und haben dann mit einem Hashtag Data Learned, weil das ist das, was alles verbindet, heutzutage eine richtige Bewegung geschaffen. Und wenn ihr das mal auf Twitter verfolgt, ich habe gestern irgendwie über eine halbe Stunde gebraucht, bei mangelnder Medienkompetenz, auf Twitter das mal runter zu scrollen, wann zum ersten Mal dieser Hashtag Data Learned aufgekommen ist. Und eigentlich, ich bin nicht bis zum Ende gekommen. Der Simon Dückert hat dann ausgeholfen, der kennt sich da besser aus. Und dass wir eigentlich seit 3 Jahren mit diesem Dach wirklich eine Bewegung der Begegnung und der Veränderung geschaffen haben, die das ganze Unternehmen betrifft. Und für den HR-Bereich haben wir uns natürlich zusätzlich überlegt, naja, wie bringen wir besonders neue Leute im Unternehmen direkt in diese Bewegung und haben unser Onboarding verändert in ein Schön-dass-du-da-bist-Format, was nicht mehr aus einer Druckbetankung von Unternehmensnews besteht, sondern aus synchronen, asynchronen Elementen, Vorstandstalks, verschiedene Sessions. Und sind dann auch schon bei den neuen Mitarbeitenden dahin gegangen, dass wir gesagt haben, wir wollen, dass sie selbstgesteuert lernen und dass sie in Circles lernen. Und unsere neuen Kolleginnen und Kollegen lernen jetzt in Onboarding-Circles, also in Kleingruppen, in denen sie sich wöchentlich treffen, sich mit anderen vernetzen, aber auch sich das Unternehmen selbst erschließen und aber von uns nicht grün gepinselt werden, sondern auch dazu aufgerufen werden, nochmal der Dativ zu zeigen, ey, Dativ, da hast du echt einen Schmerz oder da machst du echt komische Sachen und veränder das doch mal. Ja. Das ist so meine Geschichte und wenn ich jetzt ende mit den Learning Circles, dann sind die natürlich bei mir mit einem Namen ganz stark verknüpft und da freue ich mich besonders, dass wir den Simon Dückert heute in der Crew dabei haben, weil wenn wir von Dativ Lernen sprechen, ihr habt es vielleicht schon gemerkt, dann sprechen wir auch ganz viel von Partnering und Lernökosystem und ich glaube, das kann niemand besser präsentieren als der Simon. Stage is yours. Vielen Dank. Danke dir, Simone. Ja, dritter Blinkwinkel. Ich hoffe, euch platzt noch nicht der Kopf bei den ganzen Schlagworten. Ihr habt ja gesehen, die Sticker liegen aus. Da könnt ihr auf das Conceptboard auch drauf, um auf die Details zu gehen. Wie war meine Reise? Ich habe den ersten Kontakt zu Dativ gehabt über den Vorgänger von der Simone, den Knut Eckstein, weil der in der Weiterbildung das Thema selbstgesteuertes Lernen und informelles Lernen fördern wollte. Und darüber sind die LernOS-Supporter geworden. LernOS ist ein offenes System für lebenslanges Lernen und lernende Organisationen. Da geht es im Prinzip darum, auf den Ebenen Individuum, Team und Organisation das Lernen zu fördern. Insbesondere eben auch das informelle Lernen, also das Lernen, was außerhalb von Klassenraum, Trainings und so weiter stattfindet. Und wir haben da erstmal angefangen zu arbeiten zu dem Thema Lerncircle. Working Out Loud war schon ein Thema damals. Man hat überlegt, wie kann man das auf andere Kontexte übertragen, auf andere Lernpfade. Und darüber bin ich dann irgendwann mit dem Christian und den DigiCamps mal in Berührung gekommen. DigiCamps ist ein weiteres Format, ein offenes Barcamp, 3-mal im Jahr damals, glaube ich, stattgefunden noch, auch in Präsenz, in einem Fußballstadion. Und dann kam Corona und Christian hat mich gefragt, können wir nicht irgendwie dieses DigiCamp digital machen? Die erste Variante im 2020 musste abgesagt werden, aber die zweite haben wir dann digital durchgeführt. Darüber haben wir uns kennengelernt und haben festgestellt, dass das, was ihr mit den Open Spaces macht und dieser Reise in Richtung Agilität eigentlich sehr gut passt zu dem Ansatz von Open Space Agility, was wir auch in LernOS für Organisationen verwenden. Und sind so in den Dialog gekommen, in den Austausch gekommen, haben im Vorfeld vom DigiCamp auch so Mini-Barcamps gemacht, um es auszuprobieren, haben da viel gelernt. Und darüber ist es dann auch zu Kontakt mit Simones Einheit wiedergekommen und wir haben was ins Leben gerufen, was Future Work X heißt. Also eine Reihe, in dem wir gemeinsam alle, ja, 2 Monate kann man sagen im Schnitt, sechsmal im Jahr uns treffen, da wird Benedikt nachher noch was dazu erzählen, um eben das, was wir in LernOS eine Koalition des Lernens nennen, also eine Gruppe von Menschen, die gemeinsam sich das Ziel setzt, aus der Organisation eine lernende Organisation zu machen. Und das ist nicht eine Einheit, das ist nicht eine Abteilung, sondern das sind viele, da braucht man die IT und Transformation und HR. Und so haben wir angefangen, da letztes Jahr gemeinsam zu arbeiten. Und auf dem Concept Board, wenn du da gerade mal noch hinzoomst zu den 3 Bildern, da kann ich jetzt natürlich in der letzten Minute, die ich habe, nicht mehr viel zu sagen. Einfach nach unten, ich habe unten meine 3, genau. Genau, da auf die 3 bisschen, genau. Mach einfach die 3 im Blick. Genau, also was wir da versuchen, ist quasi nach dem Ansatz von Daniels Massig Open Space Agility, Agilitätsadaptionsmethode, auf der einen Seite zu sagen, wir brauchen so eine Koalition, die dieses Thema Lernende Organisation als Nordstern in den Blick nimmt.
Man muss irgendwie gucken, was ist so die Big Chance, wie Kotter die nennt, also so das große Thema, an das ich Lernen andocken kann. Ja, autonomes Fahren in der Automobilindustrie zum Beispiel. Und darüber dann, das ist der untere Teil, was Kotter diese Army of Volunteers nennt. Also ich muss viele Leute mobilisieren, die da mitmachen wollen. Ich kann das nicht in einer kleinen Gruppe machen, so ich brauche viele. Ja, und da hat man eben als Hilfsmittel auf der einen Seite so ein Canvas, das sind auch die ganzen Quellen verlinkt, wo man gucken kann, was sind so die Handlungsfelder, um lernende Organisation zu werden. Was nehmen wir uns vor? Wir verwenden Objective and Key Results als Methode. Was nehmen wir uns Sprint für Sprint vor, um in den Handlungsfeldern Schritt für Schritt voranzukommen? Was kann man alleine machen? Was muss man gemeinsam machen? Und letztendlich läuft das hier durch diesen unendlich Loop hier durch, ne? Weil ich auch auf organisationaler Ebene sowas habe wie lebenslanges Lernen. Wenn ich irgendwas gelernt habe, kommt das nächste Thema und das nächste. Also da sind wir auch in 10 Jahren nicht fertig. Genau, das ist mein Blickwinkel und damit gebe ich den Ball an Benedikt. Also es würde auf jeden Fall gut passen, wenn ich weitermache. Sehr gut. Ich bin Caroline, ich bin im Team Diversity and Transformation bei Date und beschäftige mich seit Jahren mit der Frage, wie man Menschen in ihren dezentral organisierten Teams und Einheiten dabei unterstützen kann, Transformation zu gestalten. Und ganz früh bei unserem Experiment Cross-Solution Center, das der Christian vorhin in seinem Höllenritt kurz gestriffen hat, haben wir relativ schnell gemerkt, wir brauchen Räume, Austauschräume, wo Menschen miteinander in den Dialog treten, die sich sonst nicht automatisch treffen würden. Wir haben dort damals das Dativ Digicamp als erste große Veranstaltung ins Leben gerufen. Das ist ein Barcamp, Simon hat es gerade schon gesagt, 3-mal im Jahr. Und das Besondere ist, dass wir nur die Bühne stellen und einfach alle Menschen in unserer Organisation und alle Menschen rund um unsere Organisation, also in unserem Ökosystem, dazu einladen, kommt, bringt eure Themen mit, bietet Sessions an, Diskussionsräume, Vorträge, Workshops und guckt einfach, dass ihr miteinander in den Austausch kommt. Das funktioniert aus meiner Sicht richtig, richtig gut, weil wir so auch die Chance haben, dass wir Kundinnen und Kunden, die Mitglieder unserer Genossenschaft mit unseren MitarbeiterInnen vernetzen können. Und das ist so etwas, gerade wenn du als Genossenschaft eben andere Verhältnisse mit deinen Mitgliedern und KundInnen hast, umso wichtiger, dass es da auch ein anderes Verständnis gibt und dass da auch, dass wir auch in unseren verschiedenen Innendiensteinheiten die Möglichkeit haben, frühzeitig Feedback vom Markt zu bekommen und einfach Einschätzungen. Dann gibt es immer das, den großen Kritikpunkt. Es ist ja schön und gut, wenn ihr euch zum Reden trefft, aber hinterher gehe ich in meine Organisation zurück und da ist ja alles wie vorher. Und daraufhin haben wir uns an Daniel Messick orientiert, an Open Space Agility und Open Space Dativ ins Leben gerufen. Der Ansatz ist der, man kombiniert die Kraft, die in Barcamps, im Open Space, im Dialog entsteht, mit mehrmonatigen Experimenten. Das heißt, ich lade meine komplette Organisation ein. Das ist einer unserer geschlossenen Räume, wo wir keine Externen mit dabei haben. Ich lade meine komplette Organisation ein, kommt zu unserem Open Space Meeting, löst unser Dachproblem. Wir definieren 2-mal im Jahr ein Dachproblem, wo wir sagen, okay, das ist das, worauf wir uns in den nächsten Monaten fokussieren wollen. Und dann kommen Kolleginnen und Kollegen mit Problemen, mit Lösungsalternativen, diskutieren in übergreifenden, vor allem bereichsübergreifenden Runden über Lösungen und finden sich dann so Experimentteams zusammen. Und dann gibt es zwischendrin 2-mal einen Boxenstopp und nach 3 Monaten, beziehungsweise wir haben es immer ein bisschen gestreckt, weil ja immer irgendwann Ferien und Urlaubszeit und so weiter ist. Nach mehreren Monaten gibt es einen festen Punkt, wo wir sagen, jetzt ist gut. Jetzt sagen wir, hat uns das weitergeholfen, hat uns das nicht weitergeholfen, stellen wir es wieder ein oder machen wir es weiter. Und wenn ja, dann in der Linie, dann nicht als Bypass neben unseren normalen Entscheidungsstrukturen, sondern wenn ich davon überzeugt bin, dass mein Experiment gut ist, muss ich hinterher auch FängerInnen in der Organisation finden, die damit weitermachen. Habe ich noch Zeit? Eine Minute. Okay, ganz schnell. Zum Thema Experimentieren und Lernen. In unserem Cross-Solution Center Experiment ist damals das Change and Transition Framework entstanden.
kann es euch kurz zeigen. Da ist im Prinzip die Idee, ja bitte, da ist im Prinzip die Idee, über Experimente, über Interventionen Experimente zu starten und dann immer wieder zu gucken, ob sie auch strategisch uns dorthin bringen, wo wir hinwollen. Das ist in Zusammenarbeit mit der Lea GmbH entstanden. Ihr habt es im Board verlinkt, ihr könnt es euch angucken. Für uns war es immer wieder sehr hilfreich, das auch Kolleginnen und Kollegen an die Hand geben zu können, um Veränderungsarbeit mal mit einem anderen Framework anzugucken. Dankeschön. Benedikt? Ja, danke dir. Mein Name ist Benedikt und ich bin, wenn man jetzt in die Runde schaut, das jüngste Mitglied der Dativ Land Geschichte. Ich bin Teamleiter in HR Learning und bin seit September 2020 bei der Dativ. Und warum ich zur Dativ gekommen bin, also ich war schon mal vor 12 Jahren, noch länger, 15 Jahren, in einem Praktikum bei der Dativ. Ein echt, ja, damals staubtrockener Laden, würde ich sagen. Habe aber dann mitbekommen, die Dativ verändert sich und die Dativ ist echt ein, ja, für mich dann plötzlich sehr attraktiver Arbeitgeber und die Digicamps und die Wirkung nach außen haben einfach eine andere Dativ auch gezeigt und andere Facetten der Dativ gezeigt. Und so bin ich dazugekommen, letztendlich auch dadurch angelockt. Mein Blick auf Dativ lernt ist vielleicht nochmal jetzt wieder aus Learning getrieben. Es ging los mit, es gibt ein Weekly, ein Change Dativ Weekly, wo alle Change-Beauftragten oder beziehungsweise Change-Begleiter und Begleiterinnen und die Kommunikationsverantwortlichen zusammenkommen. Und dort werden Themen diskutiert, beziehungsweise auch überhaupt sichtbar gemacht, um überhaupt Synergien feststellen zu können. Und Simon hat darüber gesprochen, über diese Koalition des Lernens, die gebildet werden muss. Sicherlich ist diese Community ein Teil davon und ist eine Basis. Und gleichzeitig ist es so, dass dort oft Themen vorgestellt werden, wo man sagt, ja, das ist ein Projekt, das ist eine Initiative und ein Bereich oder auch wirklich eine Abteilung läuft mit einem Thema los. Und mit gutem Wissen und Gewissen wird das Thema getrieben. Aber dann ist halt die Frage, wird nach links und rechts geschaut, gibt's Synergien zu anderen Themen? Und wir hatten dann die Herausforderung mit Microsoft 365, genau diesen Blick zu weiten und haben dann, Simon hat es angesprochen, das Format Future Works ins Leben gerufen, weil wir gesagt haben, wir wollen gemeinsam die Arbeits- und Lernwelt der Zukunft gestalten und wollen aber, auch wie es Caroline schon gesagt hat, nicht noch eine Veranstaltung haben, wo man sagt, ich lehne mich vielleicht zurück, konsumiere nur, sondern wir wollen ein anderes Format nochmal schaffen im Sinne von Aktivität und Themen einbringen, die noch nicht fertig sind, die vielleicht auch, so wie es beim Open Space auch ist, wo man dran arbeitet, aber in kürzerer Form. Und dadurch ist dieses Halbtags Future Works entstanden. Und das Besondere dabei ist, dass bei diesen Terminen der Simon mit dabei ist und uns ganz klar spiegelt, wie es auch in anderen Unternehmen läuft, wo wir als Dativ da gerade stehen. Also immer wieder auch den Blick von außen mit reinnehmen. Und dann haben wir bei Dativ ganz, ganz viele, das hat Simone schon angesprochen, ganz, ganz viele Personen, die sich mit dem Thema Lernen beschäftigen. Lernmultiplikatorinnen und Lernmultiplikatoren. Und für diese Gruppe haben wir vor 2 Jahren, beziehungsweise es gab einen Tag, der hieß Trainers Rocket Day. Vor 2 Jahren haben wir gesagt, wir müssen den weiten. Das sind nicht nur Trainer, das sind ganz viele. Das sind Lerncoaches, Lernbegleiter, das sind Ausbilder, das sind Trainer. Das sind alle, die sich mit dem Lernen beschäftigen, Lernfans, die in den Teams sind. Und für die haben wir als Dankeschön den Learners Rocket Day gegründet. Der läuft jetzt seit 2 Jahren, einmal im Jahr. Ganz konkret zum Thema Lernen, Methoden, Didaktik, Zukunft des Lernens, neue Tools und Services. Das ist der Learners Rocket Day, hat jetzt gerade wieder stattgefunden und vereint so diesen Blick aufs Lernen einmal im Jahr nochmal ganz zentral, neben den ganzen anderen Formaten, neben dem Digicamp, wo das Thema Lernen natürlich auch immer eine große Rolle spielt. So, jetzt gebe ich noch einmal weiter an Eva.
Jetzt kommt noch eine Perspektive und ich würde gern den Schwenk machen, ein bisschen mehr mit Fokus auf die individuellen Lernformate. Es geht ja um organisationales und um individuelles Lernen in unserer Session. Eva ist mein Name und ich bin sozusagen Kollegin von Benedikt, also auch komme aus dem Learning-Bereich bei DATEV. Und das erste Beispiel, was ich dabei habe, das sieht man auf dem letzten Transformationsbild, also von 2021. Das zeigt nämlich ganz gut die Verbindung, wie man individuelle Lernprozesse in einem organisationalen Rahmen gestalten kann. Was meine ich damit? Es geht um das Thema Führungskräfte und um die Führungskräfteentwicklung bei DATEV. Da haben wir einfach nicht zuletzt durch Corona gemerkt, dass die Formate, die wir hatten, gerade für so mittleres, oberes Management, so ein bisschen, Benedikt hat die DATEV von vor ein paar Jahren ein bisschen staubig so beschrieben und das hat man halt auch in manchen Formaten gemerkt. Wir haben in Corona gemerkt, man kann es nicht digital abbilden. Die Themen passen nicht mehr so richtig gut. Wir müssen auch die Zielgruppe Führungskräfte einfach ein bisschen mehr Richtung selbstgesteuertes Lernen bringen, individualisierbare Inhalte schaffen, das heißt Schwerpunktsetzungen für die verschiedenen Menschen in verschiedenen Führungsrollen ja auch möglich machen. Und anstatt, dass wir uns diese Frage für uns selbst gestellt haben, haben wir eben die Plattformen genutzt, die wir bei DATEV mittlerweile haben und die dafür echt richtig gut etabliert sind. Das heißt, wir haben den Open Space DATEV genutzt, was Caroline gesagt hat. Das heißt, wir haben Experiment gestartet. Wir haben gesagt, hey, wir wollen die bestehenden Formate für das Thema Lernen für Führungskräfte auf den mittleren Ebenen gemeinsam weiterentwickeln, haben aus unserer Sicht die Schmerzpunkte sozusagen geteilt und hatten dann halt echt eine einmalige Möglichkeit, Feedback zu bekommen von den Rollenträger, Trägerinnen selbst, also von den Führungskräften, die dabei waren, aber auch von Kundinnen und Kunden, die auf einem Co-Creation Camp zum Beispiel dabei waren, vom Vorstand, der stellenweise mit dabei war, von unseren externen Trainerinnen und Partnern, die da natürlich nochmal einen ganz anderen Blick irgendwie drauf mitbringen, und auch von der Organisation an sich. Das heißt, wir hatten eine total breite Masse, an der wir irgendwie, oder die uns das Thema mit uns gemeinsam gestaltet hat und immer wieder Review und Feedbackpunkte und sind jetzt tatsächlich an dem Punkt, dass wir sagen, hey, wir haben einen guten Prototyp gemeinsam entwickelt, hatten eine super 360-Grad-Perspektive auf das Thema, was, glaube ich, echt einmalig ist, wenn man so eine Plattform nutzt und können damit jetzt starten. Also wir haben einen neuen Prototyp entwickelt, wir haben Selbstlernelemente jetzt auch bei den Führungskräften mit dabei, verwenden da auch Elemente aus Lernos. Also das ist, finde ich, ein ganz gutes Beispiel, das so zeigt, wie man ganz konkret diese Plattformen auch nutzen kann. Wie kommt Open Space zusammen, wie kommt Co-Creation Camp zusammen, wie verbinden wir Lernos damit? Ganz konkret an einem Beispiel der Führungskräfteentwicklung. Zweites Thema, das ich mitgebracht habe, das ist jetzt noch mal ein bisschen ein Schwenk und da gehen wir sehr auf die individuelle Ebene. Wollte ich aber gern teilen, weil ich es ein ganz besonderes Beispiel finde. Das ist Becoming a Software Engineer, so heißt das bei uns. Steht hier oben rechts unter Quereinsteigen in der Softwareentwicklung. Wir haben bei DATEV, wie glaube ich ganz viele Unternehmen, auch den Bedarf an immer mehr Softwareentwicklern, Softwareentwicklerinnen. Recruiting ist da eine Variante, ist aber halt gar nicht so leicht. Das kennt ihr wahrscheinlich alle. Und wir brauchen noch viel, viel mehr. Und deswegen haben wir bei DATEV den Schritt gewagt, dass wir nach innen schauen. Das heißt, wir haben mit Becoming a Software Engineer eine tatsächliche Umqualifizierungsmaßnahme ins Leben gerufen. Die Menschen werden tatsächlich aus allen Bereichen der DATEV, also auch aus dem Außendienst, aus dem Service, woher auch immer, können sich bewerben, brauchen natürlich eine gewisse technische Affinität, aber haben das in der Regel weder in der Ausbildung noch im Studium gehabt und werden innerhalb von 1,5 Jahren Vollzeit umqualifiziert zum Softwareentwickler. Und das ist, glaube ich, schon eine Besonderheit, die wir haben. Zum einen, dass wir das als Unternehmen irgendwie investieren. Die werden eng begleitet. Wir haben auch da Lerncoaches und Lernbegleiter. Wir nutzen Selbstlernmöglichkeiten und die Menschen machen das sozusagen Vollzeit. Also die verlassen ihren Job, wechseln in die Softwareentwicklung, fangen einmal ganz von vorne an, im Alter von 30 bis 50 Jahren. Und das ist, glaube ich, schon auch, also das muss man sich auch mal vorstellen, wie mutig das auch für die Teilnehmenden ist, zu sagen, hey, ich mache jetzt echt nochmal was ganz anderes. Ich war vielleicht total Senior in meinem Job und jetzt fange ich nochmal von vorne an und mache was ganz anderes. Und natürlich, glaube ich, auch ein schönes Zeichen, was wir als DATEV für Möglichkeiten bieten. Genau, jetzt hatte ich so ein bisschen den Schwenk auf die individuelle Ebene. Würde gerne die Klammer nochmal schließen. Wir hatten ganz viel DATEV lernt, wir hatten die Change Community und ihr seht auch an uns, glaube ich, aus wie vielen unterschiedlichen Blickwinkeln wir das Thema betrachten. Wie wir uns selbst organisieren, ist schon auch nochmal mit Unterstützung von Simon, dass wir als DATEV Lern Community ein Canvas sozusagen ausführen. Das heißt, wir bringen die verschiedenen Perspektiven und das sind nicht nur wir, sondern viel, viel mehr Menschen in der Organisation zusammen. Genau, danke, das haben wir hier nämlich auch nochmal
mit dabei. Das könnt ihr euch im Nachgang nochmal gut mitnehmen. Deswegen auch die Zettel nochmal mit dem Link könnt ihr mitnehmen und euch nochmal genauer anschauen. Aber das ist eine Variante, die wir geschaffen haben, um gemeinsam an den verschiedenen Themen zu arbeiten, zu gucken, dass wir in eine einheitliche Zielrichtung gehen, dass wir uns gegenseitig updaten. Ja, und einfach sozusagen einen Zweck, eine Vision verfolgen und wissen, was wir tun voneinander. Das war jetzt die sechste Perspektive, nochmal anderer Blickwinkel, ein bisschen durchgerauscht. Und jetzt würde ich ein letztes Mal Christian an dich übergeben zum Wrap-up. Herzlichen Dank. Ihr habt es überstanden. Also Lightning Talks sind durch. Wir sind pünktlich, merkt ihr, Organisationsform. Wenn ihr jetzt in den Dialog treten wollt, müsst ihr diesen Zauberwürfel in die Hand nehmen, damit die Simone uns hört. Und wir stehen für eure Fragen zur Verfügung. Womit ich die Caroline noch bitte, wenn du auf das letzte Bild gehst, ich kann eure Gedanken lesen, wie ist das möglich? In meiner Organisation geht es nicht und wie konntet ihr die Möglichkeiten schaffen? Da gibt es mehrere Figuren. Meine Chefin Julia Bangert ist schon eine davon, die der Organisation die Energie gegeben hat, dass wir die Möglichkeiten bekommen. Und ich möchte gern dieses Thema, sie hat uns im letzten Jahr die Transformationseinheit umbenannt in Diversity and Transformation. Ich bin plötzlich über Nacht Leiter Diversity geworden als alter, grauer, weißer Mann. Super. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Diversität, Vielfalt, Equity und Inclusion das Thema für Transformation ist und eins unserer Probleme in unserem Land, dass wir da zu wenig Wert drauf gelegt haben. Und das soll als Schlusspunkt dieser Transformationsreise sein. Jetzt sind wir bereit für eure Fragen. Wer den Würfel will, bekommt ihn. Dankeschön. Ich habe eine Frage an die Simone. Du hast von den Learning Coaches in den Einheiten gesprochen. Sind das tatsächlich Fachleute, also in der IT, sind das ITler oder kommen die eher aus der HR-Ecke? Gute Frage und meistens die erste Frage. Ich hoffe, du kannst mich hören. Ja. Es sind keine HRler, sondern es sind tatsächlich die Menschen, die in den Units vor Ort arbeiten. Aber wir haben das völlig offen gelassen. Wir haben gesagt, okay, wir qualifizieren euch. Das und das kann der Plan sein. Also es sind teilweise Personalfachkräfte, also diejenigen, wo wir sagen FK-Personal in den Units. Es sind aber viel mehr gerade UX-Designer, Softwareentwickler, es sind Außendienstler, es sind Service-Mitarbeiterinnen, die wirklich in den Einheiten eigentlich gerade einen anderen Job gemacht haben. Die machen das sozusagen bei uns als Zusatzqualifizierung und können dann ihre Kollegen unterstützen. Da kommt dann sowas bei raus, wie wir preisen in jedem Backlog noch einen Lernsprint mit ein. Das heißt, das ganze Team plant sich noch einen Lernsprint zusätzlich zum anderen Sprint. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass es die Menschen aus den Units sind, weil nur so kriegen sie Akzeptanz und nur so wissen sie auch wirklich um die Probleme. Weil wir haben schon eine zentrale HR-Einheit, die das tut. Und wir sind, glaube ich, sehr nah an unseren Fachbereichen auch. Das, was die Eva vorhin erzählt hat, machen wir natürlich zusammen mit denen, aber wir sind trotzdem weit weg. Ne? Und das ist, glaube ich, ein Geheimnis des Erfolges, hat dann aber auch natürlich den Schmerz, dass wir sagen, naja, so wirklich wie professionell, wie wir uns das aus HR vorstellen, läuft es immer noch nicht. Also man muss da ziemlich viel aktivieren und reaktivieren und sind jetzt in diesem Jahr an den Start gegangen. Ich glaube, es startet Mitte Mai, wo wir sagen, okay, wir wollen diese ganzen Menschen, die wir jetzt da als Lernamigos haben, nochmal in eine Community zusammenführen, wo wir sagen, es ist eine Learning Professional Community, damit wir sie auch nochmal ein bisschen aktivieren, sich auszutauschen und sich auch up to date zu halten, was das Lernen, Lernbegleitung und Lerncoaching angeht. Und sie dürfen den fachlichen Anker nicht verlieren. Ne? Da haben wir immer so eine Wippe, das kippt leicht. Da kann ich auch noch nicht sagen, wie das in Zukunft aussieht. Geht. Aber da merken wir, dass der Bedarf jetzt ist, die mehr zusammenzubringen, dass sie auch über Fälle sprechen, dass sie auch sich gegenseitig Tipps und Tricks verraten und nicht wir aus HR diejenigen sind, die den Heiligen Gral durch die Gegend treiben. Aber es ist ein schmaler Grat. Ich bin aber dennoch davon überzeugt, dass es ein guter Weg ist. Dankeschön. Hat es die Frage beantwortet? Ja, danke. Gerne. Hallo, Björn hier. Ich hätte eine Folgefrage und zwar, machen die Lerncoaches das Vollzeit oder machen sie das Teilzeit? Also sind sie auch noch in dem normalen Geschäft zusätzlich mit drin? Also unsere Corporate Learning Coaches aus der Initialeinheit, wo der Christian von erzählt hat, die machen das Vollzeit. Also die machen nichts anderes als Lernbegleitung, Lerncoaching etc. Und die neuen Kolleginnen und Kollegen, die wir im Rahmen dieses Lernamigo-Programm ausgebildet haben, die machen das zu ihrer aktuellen Rolle.
Das sind teilweise auch so Leute wie UX-Designer, die, davon habe ich viel zu wenige in der Dativ, also die können wir nicht Vollzeit nur auf Lernen polen sozusagen, sondern die machen das zusätzlich zu ihrer aktuellen Rolle. Manche machen das mit 20%, manche machen das mit 40%, manche machen das mit 60% und es schwankt auch immer so ein bisschen. Also wir haben da beides, aber es ist, glaube ich, auch gut, da die Vielfalt beizubehalten. Dann hätte ich noch eine Folgefrage, wenn ich darf. Wie habt ihr das geschafft, dann quasi diesen Split bei euch dann auch im Management mit zu verankern? Also, dass die Führungskräfte der Kollegen bereit sind, das dann also auch mitzugehen, weil das ist ja Ressource, die an anderer Stelle möglicherweise fehlt in deren Sicht. Da können vielleicht die Kollegen vor Ort auch nochmal ergänzen. Meine persönliche Einschätzung dazu ist, es gab ja keinen Managementauftrag dazu, sondern es gibt diese Dativ-Lernbewegung, wo alle gemerkt haben, okay, das wabert durchs Haus und es ist jedem völlig klar, nur mit formellem Lernen kommen wir dieser Transformation gar nicht hinterher. Ja, also es ist allen ganz klar gewesen durch diese verschiedenen Bewegungen und auch durch Kundendruck, es muss mehr passieren im Arbeitsprozess. Und natürlich, der Christian hat sich schon genannt, die Julia Bangert, unsere damals noch Personalvorständin, heute unsere COO. Wenn das natürlich eine Vorständin proklamiert und der Hashtag Unlearn kommt von dieser Vorständin und wenn die zusätzlich zuständig ist für diesen ganzen Bereich und auch zum Beispiel für das Produktportfolio, mitverantwortlich ist, dann kriegt das eine neue Dynamik. Also es ist einmal so eine Grundbewegung im Haus mit vielen Communities, dass allen irgendwie klar wird, okay, Lernen wird wichtiger und wenn wir so weitermachen wie bisher mit so Emergency Room Lernen, dann kommen wir irgendwann nicht mehr voran. Und gleichzeitig ist es eine Management Attention von ganz oberer Sicht und die ist natürlich auch in Social Media total aktiv, so dass das auch von außen wieder reingetragen wird, ne? Also das, was sie nach außen kommuniziert und was außen gehypt wird, kommt dann wieder im Unternehmen auch an. Das ist eigentlich so eine ganz, ganz neue Entwicklung. Da kann vielleicht der Christian auch gerne nochmal was ergänzen. Ja, weil ihr seht hier eine Wirklichkeit. Und das ist nicht die Wirklichkeit von 8.300 und auch nicht von 40.000 Mitgliedern und auch nicht von 400.000 Anwendern. Und ich kann sie euch namentlich nennen, die es beschissen finden, was wir machen den ganzen Tag. Unnötig, sollte weg. Und die Frage ist, wie man damit umgeht. Und wir sind auch heute hier. Jeder Post von euch, der sagt, dass das, was ihr erzählt habt, euch überzeugt, hilft, dass wir intern arbeiten. Wer glaubt, interne und externe Kommunikation trennen zu können, unterschätzt die Möglichkeiten von sozialer Kommunikation in neuen Medien. Und damit umzugehen und damit den Kopf hinzuhalten und so T-Shirts zu tragen mit Mitte 50 und zu glauben, dass Veränderungsoptimismus auf einem Hoodie genau das Richtige ist, das gehört dann auch zu dieser Wahrheit. Und wenn wir heute hier so sind, freue ich mich auch deswegen, weil wir an den bestimmten Punkten nicht immer einer Meinung waren. Und da gab es Momente, wo wir über den Corporate Learning Coach gecoacht und gestritten haben, dass es schmerzhaft war. Und ich habe letztes Jahr auf dieser Konferenz den Begriff der ruinösen Empathie gelernt. Ihr müsst aufhören, ruinös empathisch zu euren Kollegen zu sein, sondern spannungsbasiertes Arbeiten im Dialog, im Streit. Sonst hätte es kein Dativ Lernt gegeben, Simone. Wenn wir nicht gestritten haben über unterschiedliche Formate, wer verantwortet was, hätten wir kein Dativ Lernt erfunden. Das war kein Reißbrett. Wir sind nicht 2017 gestartet mit, ich bin mal im April 2022 in einer Kneipe in Köln bei Flo und erzähle eine Geschichte über 3 Jahre. Nein, diese Reißbrettgeschichte gab es nicht. Die ist entstanden aus einem Trial and Error, Inspect and Adapt und mit tollen, tollen Leuten, die sich darauf eingelassen haben. Und wenn ihr jemanden seht, der es nicht glaubt, sagt mir einen schönen Gruß. Das wäre ein Teil der Veränderungsgeschichte. Ladet sie ein. Nehmt sie nicht mit, holt sie nicht ab, sondern ladet sie ein. Und die, die kommen, sind die richtigen. Danke. Ladies first. Ich war schon. Dann Gentlemen's first. Hi, ich bin der Chris. Ich habe mal eine Frage zum individuellen Lernpfad, nämlich der Antrainierung von Software Engineers. Habt ihr da schon erste Früchte? Funktioniert das? Und wenn ja, wie lange ist die Reise, bis man aktiv einen Mehrwert leistet? Ja, wir sind jetzt gerade tatsächlich einmal durch. Guter Punkt, danke. Genau, wir sind jetzt mit der ersten Pilotrunde durch. Wir sind Anfang 2020 gestartet mit der Pilotrunde und sind sozusagen jetzt einmal durch. Die ersten 10 haben das Programm durchlaufen. Es ist zweigeteilt. Das heißt, die haben in den ersten 9 Monaten einen Fokus aufs Lernen, haben natürlich immer auch Praxisfälle, aber arbeiten dann noch nicht im Produktivsystem der Dativ, sondern erst in den zweiten 9 Monaten des Programms. Und da sind sie schon in ihrem Ziel haben sozusagen. Also jeder bekommt auch dann schon in der zweiten Hälfte des Programms einen Paten,
und ist, kommt sozusagen langsam und teilweise und immer zunehmend auch in der Zielabteilung an. Das erleichtert natürlich das Produktivwerden und da erhöht sich auch schrittweise die Tätigkeit am Produktivsystem in der Dativ sozusagen. Und die Arbeit, also die fangen jetzt Vollzeit an als Junior, das muss man schon dazu sagen, Junior Software Engineer, zu arbeiten. Wir sind schon auch erst mit einem ambitionierteren Ziel gestartet und dachten, man schafft vielleicht in den 18 Monaten ein bisschen mehr, mussten dann aber sehen, dass wir erstmal mit den Junioren-Softwareentwicklern als Ziel starten. Das funktioniert aber gut. Aber auch deshalb, weil die halt extrem eng begleitet werden, also von ihren Partnern in den Zielabteilungen, von Lerncoaches, von Lernbegleitern. Also die haben extrem viele Menschen um sich herum, die das echt unterstützen. Und wir starten jetzt im Mai, also nächste Woche, beginnt die zweite Runde mit 16 Personen, wo wir es erstmalig auch in die ganze Dativ sozusagen ausgeweitet haben. Nicht nur die Menschen, die aus dem Bereich der Softwareentwicklung kamen, sondern jetzt eben auch bewusst ausgeweitet auf Service, Außendienst, Dativ gesamt. Cool. So, wir sind mit der Zeit rum. Vielleicht noch eine kurze Frage, aber wirklich kurze Frage, kurze Antwort, um den Abgang zu machen. Ich bin hier ein bisschen nicht Timekeeper für das nächste. Gerne. Ansonsten danach gibt es Vernetzungsmöglichkeiten. Ja, danke. Eine kurze Frage noch zu den Experimenten mit den crossfunktionalen Teams in Anschluss an die Open Spaces. Wir haben da bei uns tatsächlich immer die Herausforderung, wie ist es mit der Kapazität? Werden die dafür freigestellt? Passiert das on top? Wie funktioniert das, dass die Themen auch wirklich vorankommen und was passiert in den 3 Monaten? Dafür sind die Experimentteams selber verantwortlich. Okay. Also im Normalfall kommen die Experimentideen ja schon aus Abteilungen, die ohnehin einen Schmerz haben oder Kapazitäten haben. Und die sind dann diejenigen, die im Einzelfall entscheiden, entweder mit ihren Führungskräften zusammen, kann ich mir dafür die Zeit nehmen. Okay. Aber durch das Timeboxing und dadurch, dass wir einen Zeitpunkt festlegen, wann sie fertig sein müssen, versucht man einfach dann eher es unterzukriegen, als auf die lange Bank zu schieben, bis dann mal alle können oder geht in asynchrone Arbeitsweisen über, ja, was ja auch viel Zeit spart im Normalfall. Okay, danke. Wir sind angehalten worden, euch Giveaways mitzugeben. Wenn das jetzt noch nicht reicht, dann haben wir noch mehr Giveaways dabei. Also dieses Concept Board könnt ihr angucken und ihr seid eingeladen am 13. und 14. Juli auf das DigiCamp, um zu gucken, ob das, was wir erzählt haben, auch außerhalb einer Kneipe in Köln Bestand hat. 13.14. Die Anmelde ist schon da. Link ist auch auf dieser Seite. Am 24.11. am Co-Creation Camp seid ihr genauso eingeladen. Und diese Bilder, die ihr vorgesehen habt, die sind immer Dokumentationen von Sessions. Und dass wir jetzt eine Reise daraus erzählen können und das so tut, als ob es eine Reise ist, ist nicht, weil sie im Prinzip geskriptet war, sondern weil sie eben aus den jeweiligen Punkten entstanden ist. Lasst euch überraschen, welche Idee meine Chefin im November hat, was wir dann für Hoodies nächstes Jahr tragen. Lasst euch überraschen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, dass ihr mit uns in die Kneipe gekommen seid. Danke, Kollegen. Dankeschön.